Mamiko und ich und ihr, wir schauen uns heute verbotene Wasserrutschen an. Bist du bereit? Und jetzt zum Mundgeruch, weil du hast ja Jungmundgeruch. Liebst du auch Wasserrutschen? Oh ja. Und am liebsten so hoch und so schnell. Die Stimme hat sich ein bisschen geändert. Das ist eine andere Stimme. Wie mögt. Ein anderer Sprecher, dem ist mehr Geld gehabt für einen teuren Fiverr-Boy. Wasserparks auf der ganzen Welt tun alles, um die unglaublichsten Wasserrutschen zu haben. Oh ja. Aber manchmal werden auch Wasserrutschen gebaut, die eigentlich zu gefährlich sind. Oh ja. In einigen Fällen wurden sie sogar verboten und niemand durfte sie je wieder benutzen. Heute zeigen wir euch 10 verbotene Wasserrutschen, die zu gefährlich waren. Oh, ho, ho. Okay, Nummer 10, schwarzes Loch. Wenn man in einen Wasserpark geht, vertraut man natürlich darauf, dass alles sicher ist, wenn man eine geschlossene Wasserrutsche hinunterfährt. Musste jedoch geschlossen werden, nachdem eine Person auf dem Weg nach unten von etwas getroffen wurde. Oh Gott. Bei dieser Wasserrutsche fährt man auf einem Schwimmer für 2 Personen durch eine dunkle Ring, oder? Hinunter. Die Antwort des Wasserparks lautete, man habe nicht geahnt, dass mit der Wasserrutsche etwas nicht stimmen würde. Der Mann verklagte jedoch den Wasserpark und erhielt einen Vergleich in Höhe von 1,7 Millionen Dollar. Nach Angaben eines ehemaligen Mitarbeiters hatten sich die Besucher mehrmals beschwert, dass sie stecken geblieben waren, aber es wurde nie etwas unternommen. Also seitdem ist die Wasserrutsche geschlossen und wird nicht wieder in Betrieb genommen. Smooth gestartet, wird bestimmt noch besser. Nummer 9. Der Calypso Waterpark in Ottawa, Kanada, wusste schon seit einiger Zeit, dass mit seiner Steamer-Rutsche etwas nicht stimmte, hat aber nichts unternommen. Zumindest nicht, bis er mit 20 Anzeigen wegen Sicherheitsverstößen konfrontiert wurde. Die Steamer-Rutsche, die für ihr toilettenähnliches Design bekannt ist, verdankt ihren Status den Röhren, die sich umklappen lassen. Am Ende der Fahrt saß man im Steamer, einer Röhre, in der man sich um einen riesigen Trichter drehte, bevor man eine Wasserrutsche hinuntergespült wurde. Geil. In der Mitte der Fahrt kam es jedoch zu einer Störung, bei der die Röhren vor allem durch die Kraft der Wasserstrahldüsen umkippten, als sie aus der Schüssel stürzten. Check ich nicht. Verletzungen waren dabei oft vorprogrammiert. Leute, die diese Wasserrutschenattraktion ausprobiert haben, berichten von allen möglichen Dingen. Von gebrochenen Schlüsselbeinen bis hin zu schweren Verletzungen, die einen Transport mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus erforderlich machen. Okay, weg damit. Nummer 8. Nummer 8. Jetzt brauche ich aber ein Bombending. Die Aquasphere war eine Wasserrutsche im Wasserpark Park in Frankston, Australien. Auf diesen spektakulären Fall folgt eine rasante Abfahrt in einer sogenannten Schlangenbahn. Doch im August 2014 wurde sie geschlossen, weil 2 Erwachsene Kopfverletzungen erlitten. Irgendwie fühle ich es gar nicht gerade. Der Action Park in New Jersey, USA, war einer der ersten modernen Wasserparks der Welt und wurde durch seine vielen gefährlichen Fahrgeschäfte berüchtigt. Das ist krass. Dieser berühmt-berüchtigte Wasserpark wurde 1978 eröffnet und hat seither mehrere Rekorde aufgestellt. Aber nicht auf die positive Art und Weise. Hätte ich Bock auf sowas, Wasserrutsche, wo man am Ende noch so kurz so hüpfen muss, also so fliegt, da weiß ich schon, wo hüpfen muss. Vielleicht erwartet. Tatsächlich ist der Action Park für die wahnsinnige Zahl von Unfällen bekannt, die sich dort in den 80er-Jahren und 90er-Jahren ereigneten. Eine der berüchtigsten Attraktionen war Cannonball Falls, eine Wasserrutsche, die die meisten gemeldeten Verletzungen aufwies. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei den Cannonball Falls um eine geschlossene Wasserrutsche, muss die halt in einem spektakulären Fall von über 3 Metern in ein Becken endet. Da es zu viele Probleme mit dem Actionpark gab, wurde beschlossen, den gesamten Park im Jahr 2016 zu schließen. So cool. Also, das war cool. Mariko, was sagst du? Wasserrutschen gibt es nicht nur in Wasserparks. Versteckt im hawaiianischen Dschungel gibt es eine geheime Wasserrutsche namens Hawaiian Flume, die eigentlich verboten ist. Es ist sehr gefährlich, diese Wasserrutsche hinunterzufahren, aber die Leute tun es trotzdem. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr eine anstrengende 2-stündige Wanderung durch den Dschungel des Waipio Valley über die White Road unternehmen. Mein Gott. Oben angekommen wartet ein unvergessliches Erlebnis auf euch. Die Existenz dieser geheimen oder besser gesagt illegalen Wasserrutsche ist jedoch kein Geheimnis. Voll verpixelt. Es handelt sich nämlich um eine Wasserrutsche, die auf keinen Fall begangen oder betreten werden darf, geschweige denn als Wasserrutsche genutzt werden kann. Aber das hat die Leute nicht davon abgehalten, mit einem aufblasbaren Schlauch die Rutsche hinunterzufahren. Aber dann ist sie gar nicht verboten, weil die gibt's ja gar nicht. Fort Rapids war ein Wasserpark in Columbus, Ohio, USA. Oh, die gibt's ja richtig jetzt. Und der Grund, warum der gesamte Park geschlossen wurde, wird euch überraschen. Die Gefahr lag nicht nur in den Wasserrutschen, sondern die Gäste beschwerten sich über alles Mögliche. Vom Essen über Kakerlaken bis hin zur Luftqualität. Die Gäste litten zum Beispiel unter brennenden Augen und Atembeschwerden. In nur einem Jahr erhielt Fort Rapids eine schockierende Zahl von 75 Vorladungen wegen Verstößen gegen die Gesundheitsvorschriften. Davon waren 49 kritische und 22 wiederholte kritische Verstöße. Natürlich ist es auch schwer, seinen Aufenthalt irgendwo zu genießen, wenn man hinter dem Buffet Kakerlakenspray sieht. Darüber hinaus war es nicht ungewöhnlich, dass die Waschbecken verstopft waren.
Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und den Park zur Schließung zwang, war jedoch ein Wasserleck, das einen elektrischen Brand verursachte. Diese Wasserrutsche war 18 Meter lang und wurde als die einzige Indoor-Looping-Wasserrutsche in den Vereinigten Staaten beworben. Looping. Darüber hinaus war sie auch die gefährlich. Art. Chef, du machst Looping und dann bist du schnell genug und dann bleibst du irgendwie hängen und dann fliegst du irgendwie runter. Boah, Looping mit Wasserrutsche muss auch geil sein. Das damit verbundene Risiko war jedoch enorm. Rutschen, um schließlich in einer der beiden Looping-Rutschen zu landen. Nummer 3. Nummer 3. Verrückt war eine Wasserrutsche im Schlitterbahn-Wasserpark in Kansas City, USA. Verrückt. Mit einer Höhe von unglaublichen 51 Metern. Und die hieß wirklich war sie verrückt. Einst die höchste Wasserrutsche der Welt. Gott. Außerdem konnte sie eine Geschwindigkeit von 113 Kilometer pro Stunde erreichen. Mann. Solche Dinger. Sie soll sogar mehrere. Leute, geht mehr raus. Ich will, man muss mehr erleben. Ich weiß nicht, wann ich zuerst irgendwie rutschen war, aber ich hätte so Lust mal auf so eine Kacke gerade. Auf so eine Der letzte Vorfall mit einem 10-jährigen Jungen zwang den Wasserpark und die Rutsche im August 2016 zur offiziellen Schließung. Seitdem hat niemand mehr versucht, eine höhere Wasserrutsche zu bauen, weil sie wahrscheinlich zu gefährlich ist. Voll krass. Dieses voll krass. Ereignis führte sogar dazu, dass die Sicherheitsmaßnahmen für Fahrgeschäfte in Wasserparks auf der ganzen Welt überprüft wurden. Nummer 2. Okay, Nummer 2. Aber jetzt will ich einen richtigen Knaller. Wir haben bereits über die Cannonball Falls Wasserrutsche im New Jersey Action Park gesprochen, die geschlossen werden musste. Yep. Aber dieser Park hat noch eine weitere Wasserrutsche, die zu verrückt war, um sie sich vorzustellen. Oh mein Gott. Es handelte sich um den Cannonball Loop und als die Parkbesitzer diese Wasserrutsche mit einem Dummy testen wollten, kam sie zwar zurück, aber ohne Kopf. Ob diese Legende nun wahr ist oder nicht, ihr wisst, was man sagt. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Der Cannonball Loop war eine geschlossene Wasserrutsche mit einer vertikalen 360-Grad-Schleife in der Mitte. Es wird erzählt, dass den Mitarbeitern anfangs $100 angeboten wurden, um die Attraktion zu testen. Und obwohl einige mit blauen Flecken und Nasenbluten aus der Wasserrutsche stiegen, entschied man sich, sie trotzdem zu eröffnen. Krass. Es dauerte jedoch nur einen Monat, bis die Beschwerden zunahmen. Sehr seltsam, dass diese Wasserrutsche für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Findet ihr nicht auch? Ja. Und die Nummer eins, Leute. Cedar Point wird oft als der beste Vergnügungspark der Welt bezeichnet. Der Wasserpark in Sandusky, Ohio, USA, hatte jedoch eine Attraktion namens Shoot the Rapids, die nach einer einmaligen Fehlfunktion sofort geschlossen wurde. Krass. Die Wasserrutsche war als aggressive Attraktion mit vielen Nervenkitzel bekannt und hatte eine Höhe von 26 Metern mit vielen Kurven. Das ist aber keine Rutsche, das ist eine Achterbahn. Im Jahr 2016 wurden jedoch 7 Personen verletzt, nachdem sich das Boot im Wasser überschlagen hatte. Die Attraktion existierte also nur kurze Zeit, denn es war das letzte Mal, dass Shoot the Rapids für die Öffentlichkeit zugänglich war. Was ist eure Lieblingswasserrutsche und hättet ihr euch in eine dieser Wasserrutschen getraut? Nicht. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Verrückt, nicht ganz gefühlt, aber ich muss sagen, was fand ich am krassesten? Hier wurde am häufigsten wurde hier wiederholt. Ja, aber zu Recht. Schaut euch das mal an. Freunde, Mamiku und ich sind jetzt weg. Schreibt mir gerne in die Kommentare, worauf wir als nächstes reagieren sollen. Ob Mamiku jetzt Leckerlis kriegen soll oder nicht. Also eins für ja, sie soll und zwei für nein, sie ist zu fett. Okay, Freunde, wir sind weg. Bis dann.